Einen schönen guten Morgen aus Brüssel. Ich bin Wim Lievens und ja, heute Morgen versuchen wir mal zusammen im DAX zu treten. Hallo, 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 ganz viele Leute, die ich schon kenne, wieder ganz viele Leute dabei. Das freut mich immer. Können Sie mir bitte mal ein Zeichen geben, dass das Bild deutlich ist? Und dass Sie mich gut hören können, bitte. Das wäre mal schön, wenn das alles gut funktioniert, wenn die Technik gut ist, dann können wir beginnen. Okay, perfekt. Gut. Ja, hallo, hallo. Schönen guten Morgen. Danke, danke, danke. Heute Live-Trading. Ja, nur sehr kurz, kleine Einführung und ich zeige, was ich tue. Ja, wenn Sie so etwas hier am Kopf sehen, das ist, ich habe mich heute Vormittag gestritten mit einem von meinen Bäumen im Garten. Und der Baum hat gewonnen heute. Also es ist, manchmal ist es schwierig. Aber okay, gut. Kleine Einführung, ja. Ich erinnere euch auch dran, viele Fragen dafür bekommen. Das Online, das Seminar, das dieses Jahr natürlich online ist, ist noch immer im Dezember, aber nicht mehr 1, 2, 3, aber es ist 7, 8, 9 Dezember online. Ja. Ich schicke euch nach das Seminar noch die weitere Informationen. Auch Leute, die früher schon mal etwas bei mir gemacht haben, die bekommen da ein spezielles Angebot. Ja. Aber das steht in die Mail nachher. Wie immer. Das wissen die meisten. Alles wird hier aufgezeichnet. Ihr könnt natürlich gerne Fragen stellen und ich würde natürlich versuchen, so gut wie möglich darauf zu antworten. Ja, ja, ich denke, die meisten, wenn ihr Lust habt, ihr könnt natürlich gerne mithandeln. Ich erkläre euch das. Erst ein paar Folien, ja, um zu zeigen, was hier steht, wie ich an die Sache rangehe und dann so gegen, ja, in 10, 12 Minuten treten wir mal eine halbe Stunde zusammen. Lasst uns hoffen, wir haben da ein bisschen Bewegung. Es war natürlich letzte Woche mit die Wahl in Amerika, war natürlich super. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen davon mitbekommen oder mitgenommen. Es ist natürlich super. So, Price Action Trading. Nur Bewegung, Formation, Traden. Ich mache eigentlich schon ja 20 Jahren, 22 Jahren das Gleiche. Ja, und es geht bei mir immer um das Gleiche. Für mich zählt nur eins und das sind eigentlich diese Bewegungen. Und ich versuche immer die Leute so weit zu überzeugen, dass man mit weniger treten kann, dass man sich fokussieren soll auf das Wesentliche und das sind Preisbewegungen. Nachher kann man natürlich immer noch einen Indikator oder zwei Indikatoren dazu nehmen, aber Preisbewegung sollte eigentlich das Erste sein. Und das ist meine ganze Philosophie. Ihr habt das schon oft gehört, gesehen in meiner andere Webinare, die stehen auch alle auf YouTube. Ich glaube nur auf Deutsch. Da stehen, ich weiß nicht wie viele, 200 Stunden vielleicht. Und ihr könnt gerne da mal schauen. Aber es ist immer das Gleiche. Ja. Auch wenn die Vorstellung manchmal ein bisschen anders ist, um da die Leute ja eigentlich um zu sehen, wann man nicht handeln soll. Ja. Darum geht es eigentlich. Und das ist noch immer die große Herausforderung. Ich mache dieses ein bisschen Ausbildung als Hobby jetzt 4, 5 Jahre. Auch ganz viele Leute aus Österreich, Deutschland und die Schweiz und aber auch in Holland, Frankreich. Die Fehler sind immer gleich. Und das große Problem ist nicht, wenn der Markt sich bewegt, wie letzte Woche. Aber das Problem ist zu traden, wenn Bedingungen nicht da sind. Ja. Ich habe schon oft darüber gesprochen. Heute mache ich das nicht. Heute ist es Live-Trading und versuche ich euch das so beizubringen. Ja, gut.
Sehr wichtig das hier. Handeln, wenn kein Trend da ist, ist ein Fehler. In die Nähe von Unterstützung und Widerstandszonen einsteigen, ist ein Fehler. Zu viel handeln ist wahrscheinlich Numero uno, das ist der schlimmste Fehler. Ja, haben die meisten. Ja. Zu spät einsteigen passiert auch oft, weil man Indikatoren benutzt. Die kommen oft zu spät. Und natürlich zocken, aber das wissen die meisten schon. Das sollte man natürlich total nicht tun. Ich versuche jetzt mal alles zurückzubringen auf das Einfache. Eigentlich gibt es nur vier Basisbewegungen. Trendbewegungen, Seitwärtsphasen, Unterstützung, Widerstandstests und Breakouts. That's it. Schauen Sie sich das Bild an, ob Sie jetzt mit welcher Plattform Sie da jetzt handeln, welches Instrument, welche Zeitspanne. Macht nichts aus. Das ist das erste Bild. Wo bin ich? Bin ich in der Trendphase? Wird hier eine Unterstützung und Widerstand gebrochen? Wo bin ich? Ja? Das ist das Erste. Eigentlich habe ich das zurückgebracht auf 5 Bewegungsstrategien. Ja? Und ich bin eigentlich davon überzeugt, dass 95-98% von allen Strategien, die man findet, kann man eigentlich zurückbringen zu einer von diesen Strategien. Trendkorrekturen, Breakouts, Unterstützung, Widerstandstests, Impulsbewegungen, Momentum Trades oder, ihr habt das von mir früher schon gehört, Fortsetzungsstrategien, Fortsetzungsbewegungen und auch natürlich, wenn ein Trend zu Ende ist, ein Trendumkehr. Das sind die 5. Eigentlich, und ja, ich sehe nicht, was ein Preis noch alles machen kann. Ja, das ist eine bestimmte Grenze. Und es ist, denke ich, für viele Leute mal gut, das auf den Punkt zu bringen. Ja? Jetzt, was Sie auch wissen über mein Daytrading, ist, dass ich schon 10 Jahre nur noch handle mit Bewegungskerzen. Sie können natürlich auch handeln mit normalen Zeitkerzen oder mit Volumenkerzen. Das geht auch natürlich. Diese ganzen Strategien und Bewegungen passt zu allen Kerzen. Ich persönlich, und das sehen Sie heute, bevorzuge natürlich diese meine eigenen Kerzen, aber auch Bewegungskerzen. Das finden Sie auch heute auf alle Plattformen. Natürlich Nanotrader auch, aber Ninja Trader, Sierra Charts, man findet sie überall. Und ich finde, es hat einen Vorteil. Warum? Weil mit Bewegungskerzen sieht man einfacher, ob man in einer Seitwärtsphase ist oder in einer Trendphase. Und natürlich, weil alle Kerzen genau die gleiche Größe haben, ist das Money Management besser, präziser. Ja? Und darum geht es. Ja? Und das ist es eigentlich. Ja? Ihr habt verschiedene. Man kann mit Renko-Charts handeln, man kann mit absoluten Spannekerzen handeln, man kann mit WL-Bars handeln. In Ninja Trader hat man Ninja-Renko-Kerzen. Es gibt so viele. Das Prinzip ist immer das gleiche und so einen wahnsinnig großen Unterschied gibt es da nicht. Das Prinzip ist immer das gleiche. Wichtig ist es, die Bewegung zu sehen, zu erkennen. Und zu wissen, hier kann ich traden, aber hier, nein, besser nicht traden. Ich zeige euch das live. Ich erkläre noch mal schnell, was Sie auf meine Charts sehen. Ich habe versucht, das noch mal einfacher vorzustellen. Und was Sie hier sehen, diese Bänder, rot und grün, das ist die Trendbewegung. Wie habe ich das gemacht? Die meisten wissen, dass ich sehr stark die Zone um die EMA 20 beobachte. Warum? Weil ich so erkennen kann, ob der Markt in der Trendbewegung ist, ja oder nein. Was ich hier eigentlich programmiert habe, es ist nicht genau mit EMAs, aber was ich, es ist ein bisschen ähnlich mit EMAs programmiert habe, ist eigentlich die EMA 20
von zwei miteinander verbundenen Zeiteinheiten oder Spanneneinheiten. Was meine ich damit? Wenn Sie zum Beispiel diese grüne Bänder sieht, dann sieht ihr nicht nur die Zone von EMA 20 in die Einheit, die Sie handeln, aber auch die Einheit drüber. Zum Beispiel, wenn das zum Beispiel eine Minute wäre, sehen Sie auch die EMA 20 Zone in 5 Minuten. Wenn Sie auf eine Stunde handeln, sehen Sie auch die 4 Stunden. Das bedeutet, man muss nicht mehr zwei verschiedene Zeiteinheiten oder Dimensionen beobachten. Man kann eigentlich beide sehen in einem Chart, was ich denke, viele Leute helfen wird, weil wenn man mit verschiedenen Dimensionen handelt und der eine geht nach oben und der andere geht nach unten, das ist immer schwierig. Und ich verstehe das, ist für mich auch schwierig. So ist das Problem gelöst. Was Sie sehen da in Blau und Magenta, das ist eigentlich die Volatilität. Und wir sehen, und auch der Abstand zwischen dieser Volatilitätbänder und die Trendbänder, das ist die Bewegung. Seht ihr das? Wenn das hier weiß ist, das ist Bewegung. Das bedeutet, wir würden natürlich auch nur dann treten, wenn wir Bewegung haben. Wenn wir keinen Abstand haben oder keine Expansion oder ja, Kontraktion, treten wir nicht. Wenn wir keine Expansion haben, treten wir nicht. Das ist immer nur nicht um mehr zu treten, aber um weniger zu treten. Ja? Gut, soweit sind wir schon. Das sehen wir hier. Diese Vorstellung wird auch in das Seminar besprochen und manche Leute treten da auch mit anderen Plattformen. Kann man übersetzen auf jedes Tool. Dafür braucht man Nanotrader nicht. Aber ich habe auch in Nanotrader da noch eine Programmierung hinzugefügt, wo man eigentlich diese 5 Strategien, worüber ich gesprochen habe, wo die programmiert sind, wo man Alarme bekommt, wo man vollautomatisch handeln kann und so weiter. Ja, das zeige ich euch in Echtheit, aber das ist es eigentlich. Ja. Eine sehr einfache Vorstellung. Gut, ich muss euch immer ein paar Fragen stellen in diese Webinare. Ich mache das jetzt. Das sind 3 Fragen. Sie antworten nicht, das ist, wie Sie möchten. Ich lasse jede Frage 30 Sekunden offen und dann gehen wir live im Markt. Bis gleich. Hier kommt die erste. Da ist es. Hier kommt die zweite. Hier noch eine. Höp. Und hier kommt die letzte. So, ich denke, das war's. Ton, Bild noch immer gut? Ja? Alles in Ordnung noch? Gut? Ja. Perfekt. Und jetzt gehen wir zum Traden. Ja, ihr seht hier links unten das hier. Das ist nur ein 5-Minuten-Chart. Und da stehen verschiedene Niveaus. Diese schwarze Linien hier, Vortageshoch, Vortagestief. Hat auch die Pivot-Linien drin stehen
Und dann achte ich natürlich auf die runde Nummer. Ihr seht hier am DAX 13.000, ja, haben wir hinter uns jetzt und es geht weiter nach oben. Ich will nur sehen, wo bin ich im Vergleich mit gestern, wo sind die Pivotlinien, wo sind die Unterstützung, Widerstandsniveaus. Ihr könnt das auch auf 30 Minuten machen, 60 Minuten, das macht nichts aus. Aber ich will nur sehen, wo befinde ich mich. Ja, das ist gut, das ist ein. Dann kommt eigentlich hier, und das hängt vom Rhythmus ab, das steht hier jetzt in Heikinashi, kann ich auch in normale Kerzen einstellen, kann ich hier in 1 Minute stellen, kann ich auch in 5 Minuten oder in 3 Minuten einstellen, aber passen Sie auf. Worum es eigentlich geht, ist das hier. Da unten. ATR, Average True Range. Wie viel bewegt der Markt sich jetzt in 5 Minuten oder in 1 Minute oder in 30 Sekunden? Ich würde es mal machen in 30 Sekunden, weil wir nicht viel Zeit haben. 30 Sekunden, jetzt. Wenn ich zum Beispiel mich diesen Markt beobachte in 30 Sekunden oder 1 Minute und ich sehe da eine bestimmte Volatilität stehen. Na, ich stelle es mal so ein, mache das auf Heikinashi, ist immer ein bisschen einfacher, um es zu sehen. Dann sehe ich jetzt, dass die Volatilität ist 20,8, 21 Punkte bewegt der Markt sich in 30 Sekunden. Wenn ich diese Analyse, und das kennen Sie, kennen mein System, Sie kennen meine Analyse, wenn ich das beobachte, ja, und ich will jetzt treten in eine Bewegungskerze, dann nehme ich eine Bewegung, sage ich eine Bewegung, so, dann nehme ich eine Kerze, die ungefähr 2,5 bis 4 mal klein, 4 mal kleiner ist. Das bedeutet, hier geht es ziemlich schnell, bin da schon rein, erstes Ziel ist schon geholt, break even. Zweites Ziel, das kennt ihr bei mir, das geht weg. Ich teile immer meine Position auf in einen kleinen, schnellen Gewinn. Kosten zu bezahlen ist gut für das mentale Kapital und Rest lassen wir laufen. Das Prinzip kommt immer zurück. Ja. Und sehr wichtig ist es, dass man sich anpasst, wenn man mit Bewegungskerzen handelt und man analysiert auf Zeitkerzen, dann müssen beide passen. Es wäre ein bisschen wie, wenn ihr sagt, ich beobachte den Markt, oder da bin ich raus fast, so, ja, ausgestoppt, ja, war nur ein kleiner Trade. Wenn ich zum Beispiel sage, ich beobachte den Markt in 60 Minuten und ich trade in 1 Minute, das ist ein Fehler. Und die Volatilität ändert sich. Ja. Jetzt ist die in diesem Augenblick auf 30 Sekunden 13. Okay, dann nehme ich einen Wert hier, das ist ein bisschen zu schnell, von 3, eine WL-Bar, die ungefähr eine Größe hat, 2,5 mal kleine, 3 mal, das wäre 5. Da muss ich es da oben auf 3 Renko einstellen. Die Leute, die WL-Bars haben, die kennen das. Die es noch nicht haben, ich will euch nur sagen, dass diese Kerze kostenfrei steht in Nanotrader unter Proposals. Das finden Sie hier. Da, da, da. Da stehen die ganz unten. Da finden Sie die. Ja? Können Sie kostenfrei probieren. Ja? Es sind eigentlich 3 Kerzen, die miteinander kombiniert sind. Es sind Renko Range Bars und Heikinashi. Diese 3 kombiniert. Das ist diese Kerze. Die steht hier wie ein Bar. Ihr könnt die hier auch vorstellen, die meisten Leute, die das lieber mit einer Kerze sehen, ihr könnt es so vorstellen auch. Könnt ihr alles ändern, ist auch nicht so schwierig. Ja? Erst drehen wir ein bisschen und dann erkläre ich euch das Tool. Aber okay, was sehe ich hier? Es läuft nach oben.
Das Niveau von 13.100 ist auch genommen. Und ihr seht hier grünen Band Expansion hier. Das bedeutet, da war alle gute Signale. Hier jetzt nicht mehr so, weil hier habe ich eine Contraction, ja, und das ist nicht so gut. Ich kann hier noch weiter handeln, ja, aber ich kann dann eine Fortsetzungsbewegung handeln. Aber ihr seht direkt, hier seht ihr das grüne Band, die Trendstärke ist kleiner. Und dann sage ich, ich warte. Was will ich jetzt? Ich will jetzt kleine Bewegung nach oben, eine kleine Verzögerung und dann kann ich rein. Das bedeutet, ich trade, was ich sehe. Wo geht der Markt hin? Na, ich denke, geht nach oben, aber ich weiß es nicht. Darum will ich erst sehen, dass er es mir zeigt. Ja, nochmal genau sehen. Zurück. Er muss zurück. Eine Einstiegmöglichkeit geben. Ich laufe dem Markt nicht hinterher. Wir warten. Seht ihr? Korrigiert. Sehr schön. Ich kann meine Order hier eigentlich schon fertig liegen. Hier über die Triade. Da nochmal. Wir warten. Er sollte eigentlich hier wieder nach oben gehen. Da. Triade direkt rein. So. Hinterher. Money Management. Verlust des Gelben. Erstes Ziel geholt. Break even. Zweites Ziel weg. Ja. Warten. Zwei Sachen. Analyse und dann Trading. Das sind zwei unterschiedliche, wie soll ich das sagen? Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Die Analyse, und darum geht es heute eigentlich nicht, ausgestoppt wieder, ja, wie den kleinen Gewinn gemacht. Der Punkt ist, die Analyse ist nur, will ich jetzt traden, ja oder nein? Und dann kommt die Strategie. Ja. Kann eine Korrektur sein, eine Fortsetzung, Breakout. Ihr könnt auch nur eine machen oder zwei, wie ihr wollt. Ja. Hier, der macht noch immer Druck hier, aber ist ein bisschen schwacher jetzt. Ja. Wir nehmen die Position mal runter. Moment hier. Ah, das ist nicht gut. Ja. Ihr seht, es geht mehr seitwärts. Das hier, ja, gute Frage. Die Oberseite von die grüne Wolke ist eigentlich, es ist nicht 100% das gleiche. Die EMA 20 von die Dimension, worin ich handle. Das bedeutet, ihr kennt das schon, wenn der Markt es schafft, sich an beider Seite von dieser Linie zu schließen, gehe ich davon aus, dass der Markt seitwärts ist und trete ich nicht. Ja. Das meiste Geld wird verdient, wenn man Cash bleibt und nicht handelt, wenn man nicht handeln sollte. Daniel, ob ich mein ATR auf 14 Periode verwende? Nein, ich nehme 5 oder 8, weil es kurz sein muss. Es muss nur ein paar Bars sein. Ich nehme 5 oder 8. Ja? Gut, hier. Und was passiert hier? Ich mache es ein bisschen größer. Ihr seht, wo ich bin. Ja. Jetzt kommt, gut, kommt, was die Leute dann immer fragen ist, ja Wim, was denkst du dann jetzt? Ich denke, echt, es geht weiter nach oben. Was denke ich? Ich denke das. Ob es so sein wird, weiß ich nicht. Ja? So. Übernehmen. Okay. So, ich zeichne mal das, die letzte Bewegung. Und jetzt ein Riesenfehler. Viele Leute denken jetzt, das Kanal ist gebrochen und der Markt wird nach unten gehen. Das ist möglich. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass der Preis sich wieder zurück in das Kanal bewegt, dass das wieder nach oben geht und er zurückkommt in das Kanal, diese Wahrscheinlichkeit ist eigentlich noch größer. Das bedeutet, das hier ist eigentlich ein, wie ich es jetzt sehe, ein Exzesspreis.
Lasst euch an dieses Spielchen nicht mitnehmen, weil das wird so oft gemacht. Man sieht einen Kanal oder eine Range, der Markt bricht mal aus und denkt, ja, jetzt ist es gebrochen. Und nein, 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 nein. Das ist, man braucht viel mehr vor, dass das Ding total dreht. Ja. Und es nochmal, da muss man warten. Ja. Gut. Und noch eine Frage hier, ob ich dann manchmal meine Spanne ändere. Und das ist natürlich eine sehr gute Frage, weil ich gebe euch nur ein Beispiel. Ich trade oft Dow im Vormittag und im Nachmittag. Und ich nehme als Referenz eine Minute. Hier habe ich 30 Sekunden genommen, weil wir haben nicht viel Zeit. Ich will euch etwas zeigen. Aber normal nehme ich eine Minute. Ich habe auch viele Leute, die nehmen 5 Minuten, die treten ein bisschen langsamer. Aber die können dann auch verschiedene Instrumente kombinieren. Ich habe auch Leute, die nehmen Forex-Paare, zum Beispiel 12, und können dann einen Rhythmus nehmen, das noch langsamer ist, aber haben eine größere Auswahl. Ja. Das sind alle Sachen, die man machen kann. Aber hier, ich nehme dann eine Minute, aber zum Beispiel im Vormittag trete ich oft mit einer Spanne von 4 Punkten im Dow. Aber im Nachmittag ist die Volatilität viel größer und dann trete ich mit einer Spanne von 10. Das Risiko ist dann größer. Was mache ich dann? Die Anzahl meiner Positionengröße geht nach unten. Ja, so wird das gemacht. Gut, jetzt der Markt kommt ein bisschen runter. Wir machen hier nichts. Ich mache mal sauber hier. So, Delete. Ich komme hier nochmal zurück. Ja, und ich versuche immer zu sehen, wo bin ich. Ja, natürlich. Und ich schaue mir mal an. So. So etwas ungefähr. Ja. Man kann das natürlich, das wird geübt, geübt, geübt. Aber ihr seht das, das ist so ungefähr, wo man ist. Die Bewegung. Natürlich hier an das 13.050 Niveau will ich gerne kaufen. Ich verstehe, der Markt geht jetzt nach unten. Alle Indikatoren stehen rot. Die sagen, verkaufen, verkaufen. Nein. Die Analyse sagt, da kommt vielleicht eine Kaufmöglichkeit. Das bedeutet, ich würde, auch wenn ich ein Signal Short bekomme, jetzt, nein. Aber wenn ein Kaufsignal kommt, dann ja. Ja, aber das ist die zweite Entscheidung. Okay, ich stelle das mal zurück. Das bedeutet hier, hier ist noch nichts. Das Signal habe ich noch nicht. Aber ich habe schon die Entscheidung getroffen jetzt. Nach unten, nein. Nach oben, ja, wenn etwas kommt. Wir würden sehen. Ja. Was sollte eigentlich jetzt kommen? Ja, diese Trendrichtung rot hier sollte eigentlich mal drehen. Und bis dann nichts. Dann kommt immer die Frage, ja, Wim, ab wann würdest du dann Short traden? Okay, da passiert für uns trotzdem nichts Interessantes jetzt. Ich zeichne es mal. Das wäre so. Kann man sagen, er macht das. Kommt zurück und dreht da. Dann wäre das ein mögliches neues Kanal. Und dann würde ich gerne hier Short handeln. Aber ich habe da die 13.000. Ich weiß es nicht. Ja? Aber so, wenn der Markt dreht, wäre eine Möglichkeit. Aber wie es jetzt aussieht, noch immer nur Long. Ja? Price Action Trading nur Preisbewegungen beobachten. Ja, gut. Moment, mach mal sauber hier. So, so. Zurück. Kommt hier raus. Ja, desto tiefer er geht, desto besser. Das kann eigenartig klingen, aber desto tiefer er kommt hier und kommt dann zurück, desto mehr Potenzial habe ich nach oben.
Das ist besser, nicht schlechter, wenn er nach unten geht jetzt. Ich weiß natürlich nicht, nie sicher, ob er zurückgeht, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Gut, wir sehen hier, das war eine Expansion nach unten. So. Und ja, ich warte. Ich zeige euch schnell, ihr habt Videos davon, glaube ich. Das Tool ist jetzt fast, ich würde mal sagen, 99,8% fertig. Alle Leute, die das schon haben, sind über 100 schon, werden ein Update bekommen. Aber das Schöne davon ist, dass hier in dieses Tool, und da sehen Sie hier in die Designerleiste, sehen Sie eigentlich das hier, das ist das Price Action Tool, dass all diese Strategien, Korrektur, Umkehr, Momentum, Support, Resistance und Breakout sind alle drin programmiert. Und wenn ich zum Beispiel sage, ich will die Korrekturen sehen, dann zeigt er die. Seht ihr das? Jedes Mal WL Sell, WL Sell, WL Sell, er zeigt die an. Ihr könnt auch damit vollautomatisch handeln. In die Umkehrsignale wird das auch mehr und mehr gemacht. Ja. Fünf Strategien. Ihr könnt fünf handeln, ihr könnt eine handeln. Aber das Schöne davon ist natürlich, dass, und so verwende ich es auch, dass ich natürlich verschiedene Instrumente zusammenlaufen lasse. Und dass, wenn ein Alarm kommt, wenn ich sage, ach, der Euro-Dollar oder der Pfund macht etwas oder Öl in einer Stunde oder Amazon oder, verstehen Sie? Das bedeutet, das Tool ist da so gemacht, um weniger, aber besser zu treten. Ja. Zu viele Leute sind nur konzentriert auf ein Ding, haben dann 2 Stunden zum Traden. Und dann muss es passieren. Das ist gefährlich. Das funktioniert nicht immer. Ja? Hier, das Tool ist nicht für heute. Da steht auch ein Video schon, glaube ich, YouTube. Wenn Sie Interesse haben, können Sie mich da ganz einfach eine E-Mail schicken. Ist auch nicht so schlimm. Aber diese Bänder, die können natürlich, kann man, ach, hier passiert etwas, schön. Geht durch. Ja, da habe ich natürlich die Bewegung verpasst. Okay, jetzt will ich trotzdem noch immer höher drehen. Ich warte hier auf eine Einstiegsmöglichkeit. Und das ist ein Continuation Trade. Wir warten. Und das habt ihr auch schon gesehen. Ich trete immer auf diese Triaden, diese drei Kerzenbewegungen steht auch schon auf YouTube, habe ich schon oft erklärt. Und hier warte ich natürlich. Und was finde ich jetzt wichtig? Ihr seht hier diese beide Tiefs hier. Wenn ich natürlich Tiefs habe jetzt, die höher sind, dann bedeutet das eigentlich, dass die Verkäufer es nicht mehr schaffen, den Preis nach unten weiter zu drücken. Und das ist für mich Vorteil. Jetzt kommt etwas sehr interessant, was für uns nicht gut ist. Wenn die WL-Trend-Wolke, wie man das heißt, ich muss das immer umsetzen in all diese Sprachen, und wenn die sehr dünn ist natürlich, das bedeutet eigentlich, dass Trader aus verschiedenen Dimensionen sich einig sind. Und das ist sehr schlecht für uns. Das bedeutet, da ist nicht viel Bewegung. Und dann treten wir nicht. Aber wenn auf einmal Bewegung ins Spiel kommt, diese Bänder werden größer, die Volatilität zeigt mal eine Bewegung, dann sagen wir, ah, okay, jetzt will ich treten. Und dann warten wir auf eine von unseren Signale in Price Action Auto Strategy oder visuell. Und dann drehen wir. Ja. Immer diese beiden Entscheidungen. Ich mache es ein bisschen so. Gut. Das nehme ich mal raus hier. Diese nehme ich raus. Ich habe da so viel, ganz viele Signale drin. Kann auch die Umkehrsignale hier mal eingeben. So, yes. Jetzt sind das nur die Umkehrsignale. Ja. Gut.
Hier hat ein Umkehrsignal gegeben, darum habe ich es gemacht. Das ist ausgezeichnet. Ihr seht hier Tiefs, höhere Tiefs und jetzt aber nicht genug Volatilität. Wir warten. Es wäre schön hier rüber. Ja, das ist schön jetzt. Das ist gut. Jetzt eine Triade nach unten. Dann würde ich einsteigen. Ja, wir würden sehen. Und auch, es ist so etwas, wenn das Signal kommt, super, dann handle ich es. Wenn nicht, handle ich nicht. Es ist ja, nein. Da sind bestimmte Regeln und die muss man wirklich ja, nachfolgen. Das macht das Leben viel, 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 viel einfacher. Das muss man zurück. Ich will eine kleine Verzögerung haben. Das ist alles. Ja, ich will nur, dass er mal ein bisschen Luft holt und dann wieder rein. Ja, wir warten. Nur geduldig sein, warten, bis das Signal vorbeikommt. Ja. Jetzt kann ich die Order schon rein. Da hat er 13.100, hat ein bisschen Schwierigkeiten. Ich kann meine Order da reinlegen. Wenn er weiter durchgeht, bin ich dabei. Wenn nicht, dann muss ich später sehen. Ich werde sehen. Ja. Fortsetzung kommt nicht. Warten. Wenn er jetzt zurückkommt in diese grüne Bänder, habe ich Korrektur. Das Order nehme ich jetzt raus. Ja, das Signal passt nicht. Ich muss warten. Jetzt, wenn ich wieder mal eine Triade bekomme, muss nochmal zurück. Dann habe ich so eine Fair Value Zone und eine Box. Und wenn er da rausbricht, dann hätten wir wieder eine Möglichkeit. All diese Strategien sind beschrieben. Seht ihr? Okay, wenn das Tief hier nicht tiefer geht, wenn er da hängen bleibt, das wird schön. Ja. So, da liege ich über dieser Fair Value Zone und ich bin da dabei. Ich scalpe meine Verluste. Hab erstes Ziel geholt. Ziehe weg. Und jetzt betreue ich. Und wie betreue ich das? Immer. Am Anfang nehme ich 4 Kerzen, nur um so schnell wie möglich meine Verluste zu begrenzen. Wenn ich verliere, klein verlieren, ja, verliere 40%. Ja. Man braucht sich da keine Gedanken zu machen, um zu sagen, ich mache hier etwas und verliere nur 10 oder 20% von meinem, das gibt es nicht. Ja. Aber verliere klein. CRV. Ein guter Trade ist ein CRV3. Manchmal ist es 6 und 7. Und das braucht man auch, um alle Kosten zu bezahlen, Verlusten zu bezahlen. Hier habe ich eine Triade, seht ihr das? Und dann schiebe ich meinen Stop dahinter. Seht ihr? So. Und ich warte jetzt. Ich weiß nicht, wie weit er gehen wird. Ich kann das hier mal beobachten. Schauen, wir können uns das hier mal anschauen. Was könnte er machen? Ja. Der kann locker 200 probieren hier, das würde noch gehen. Kann auch Vortageshoch wieder erreichen, das wird 300, kann alles sein, ist alles möglich. Wir warten. Ja. Und immer nicht vergessen, das Ziel weg. Weg, 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 weg. Wenn man in Gewinn ist, man gibt es nicht zurück, ja. Geht mit die Bewegung. Wenn die Leute vor 5 Jahren habe ich dann immer angefangen mit meinen Zentimeter. Und alle haben gelacht darüber. Aber ich meine es noch immer. Wenn der Markt 10 Zentimeter gibt, ja, dann kann ich vielleicht 7, 8 verdienen, maximal. Aber wenn er 40 Zentimeter gibt, ja, muss ich versuchen, 30, 35 zu holen. Und nicht nach 8 cm es zurückgeben. Das ist, man muss versuchen zu nehmen, was der Markt gibt. Was er gibt, das weiß ich nicht. Darauf habe ich keine Kontrolle. Aber mitzugehen mit dem Markt, wo er auch hingeht, das geht. Und das ist Price Action Trading. Ja? Gut. Was ist eine Triade? Sorry, ich erkläre es nochmal besser.
ja, diesen Dreh, das liegt hier gut. Der Triade, vielleicht kann ich das besser hier auf meine Folien zeigen. Moment. Triade, das ist eine Triade. So. Die Triade sieht so aus. Es ist eigentlich ähnlich wie auf Englisch sagt man ein Swing Low, ein Swing High oder Market Structure Low, Market Structure High. Was meine ich damit? Das ist so. Da würde man sagen, der Markt geht runter. Tief und auf einmal schafft er es nicht mehr, ein tieferes Tief zu erreichen. Und dann hat man so etwas. Und das ist dann, ich nehme eine andere Farbe jetzt, das ist ein Tief, ein tieferes Tief, ein höheres Tief. Diese drei Kerzen hier, das hier, das ist ein Swing Low oder Market Structure Low. Und es ist ähnlich wie hier, wenn wir so etwas bauen mit Kerzen, die genau die gleiche Größe haben. Das hat einen Namen, das heißt eine Triade. Für mich, ich benutze diese Triaden immer für meine Einstiege und meine Betreuung, meine Stop-Setzung. Ja? Auch wird basiert mit dieser Triade, ist es sehr einfach zu wissen, wie viel Risiko man genau hat. Und auch, wie man die Ziele einstellen kann und so weiter. Aber das ist mehr etwas für Trading-Kurs, aber so ist das. Ich gehe mal zurück, wie das hier aussieht. So, bin ich ausgestoppt? Ja, ich bin ausgestoppt. Diesen Trade ist vorbei. Ja, wir warten und wir schauen mal nach unserer Analyse. Ihr seht hier natürlich, wir stehen da ganz oben in das Kanal. Da steige ich nicht ein. Jetzt bitte. Der Unterschied, Sie haben es schon gesehen, auf meiner Website steht, trade what you see. Wir traden, was wir sehen, nicht was wir denken. Ja. Ich denke auch, es geht weiter nach oben. Aber ich steige jetzt nicht ein. Ja. Was ich will, ist das Folgende. Wenn hier zum Beispiel er ausbricht, würde ich noch nicht einsteigen. Das ist sehr oft ein Fake, kein echter Ausbruch, sehr gefährlich. Aber was ich machen würde, ist, wenn er echt ausbricht, er kommt dann zurück und geht dann nochmal, dann ja. Weil dann liegt diese Zone eigentlich hinter mir. Und dann habe ich wieder Luft, die freie Luft nach oben. Und dann will ich es gerne nochmal versuchen. Aber auf diesem Punkt, nein. Dann kommt die nächste Frage immer, Wim, willst du jetzt nach unten handeln? Nein. In diese Ranges, wenn ich genug Platz habe mit kleiner Spanne, könnte noch gehen, aber da bin ich nicht. Ja. Aber nochmal, gute Frage. Das ist hier wieder eine Fair Value Zone. Hier, aber ich mache echt erstmal sauber. Erase. So. So. Das ist eine Fair Value Zone. Wie will ich die treten? Lass uns mal sagen, er bricht aus. Zwei Möglichkeiten. Bricht aus, kommt zurück. Dann liegt hier meine Buy Order, meine Kauf Order, da. Andere Möglichkeit wäre auch, er geht sehr stark nach oben und ich bin nicht dabei. Dann warte ich auf eine Korrektur und gehe dann. Jetzt zwei Möglichkeiten. Was ich nie machen würde hier, das kommt gar nicht in Frage, ist das Ding hier short zu handeln? Nein. Ja? Gut. Ja, noch eine Frage. Das wird alles im Seminar erklärt. Wie funktioniert das? Ich muss verstehen, das Seminar im Dezember von 3 Tagen
ist ein Kurs, der dauert eigentlich für die meisten Leute zwischen 6 und 12 Monaten. Warum? Da ist ein Vorbereitungskurs mit ungefähr 25 Stunden Online-Material. Die Leute sind alle vorbereitet, ja. Und wir haben dann ein, ich würde mal sagen, Trading-Seminar, wo wir 80% wie jetzt traden, ja. Aber natürlich mit die Basis vom Kurs. Nachher wird jede 2, 3 Wochen mit die Teilnehmer Trading-Tagebuch, Trading-Strategie und so weiter, wird alles durchgenommen. Das bedeutet, das ganze Prozess dauert, hängt von ab, wie schnell sie die Teilnehmer arbeiten, aber ich würde sagen, 9 Monate ist normal. Ja. Aber die 3 Tage, die sind dann im Dezember. Wenn Sie Fragen dazu haben, dann können Sie immer mich dafür kontaktieren. Ja, gut. Ja, wird dieses Jahr leider, ich mache es lieber live in Berlin oder in Frankfurt, aber dieses Jahr ist es unmöglich und ist es online. Wird auch alles aufgezeichnet. Ja. Okay, gut. Er geht zurück. Interessant, weil wenn er hier kommt, in diese Gegend, ja, kaufen will ich gerne machen. Da, hier. Wenn er hier zurückkommt und ich bekomme ein Einstiegssignal, kann ich vielleicht nochmal einsteigen. Ja, machen wir mal sauber. So. Hat schon jemand getradet? Ja, paar Leute. Schön. Okay, mal weg. Mal sehen, ob ich hier noch etwas habe für euch. Ich habe diese Signale auch mal, ihr seht das hier, diese Signale sind auch immer schön erklärt, Impulsbewegung, sehr einfach. Ich mache es absichtlich so, am Anfang ist es, desto weniger da drauf steht, desto besser. Ihr könnt nachher noch immer etwas hinzufügen, weil Leute haben vielleicht in die Vergangenheit oft mit Bollinger Bänder oder MACD oder etwas ähnliches gehandelt und von mir aus. Aber 80-90% von was ihr braucht, steht da. Sehr einfach. Ja. Ich mache das auch immer im Seminar, mache das auch manchmal in echter, wo ich ohne diese Bänder handle und nur auf Preisbewegung. Und die Leute werden dann ganz verrückt, weil die denken, aber Wim, da ist nichts. Nein, da ist ganz viel. Fast alles steht da. Ja, aber okay. Das wird alles hier erklärt, all die Beispiele stehen hier. Ja, aber will euch auch hier immer sehr, sehr wichtig, einen Fahrplan zu haben für die Analyse, einen Tradingplan zu haben. Das sind keine 80 Seiten, aber 2 Seiten. Das muss man haben, davon gebe ich natürlich viele Beispiele. Und natürlich ein Trading-Tagebuch. Dauert 2, 3 Minuten am Tag, aber das lohnt sich echt. Ich kann es nicht genug sagen, wie wichtig das ist. Tipps und Tricks habe ich auch immer. Nochmal, 2 Entscheidungen. Die Analyse, wo ich eine Checkliste habe hier, aber trade ich, ja oder nein und in welche Richtung? Erste Entscheidung. 2. Entscheidung ist, okay, welche Strategie, welche Bewegung will ich handeln? Und ich warte auf das Signal. Wenn das Signal nicht kommt, bleibe ich im Cash. Im Cash bleiben ist auch Trade. Ja, aber es muss konkret sein. Nicht, ich versuche es mal, ich denke, nein. Das ist die Analyse, das ist meine Strategie, das ist das Signal. Ja. Dann natürlich auch sehr wichtig, macht es euch nicht zu schwer am Anfang. Kleine Mengen, echt, ich bin dafür, um mit Echtgeld zu handeln, aber wenig kontrolliert, wenn es besser geht, mentales Kapital aufgebaut, dann ein bisschen mehr. Ja. Skalieren, diese Ausstiege, wie ich euch gezeigt habe, finde ich sehr gut, weil das baut, das hilft die Leute weiter. Würde ich echt machen. Und passen Sie bitte auf mit Spielen, Nachrichten und so weiter.
wo man diese ja, anscheinend super Systeme hat, um euch zu sagen, ja, liegt da noch oder in, da drin und garantiert, um da zu gewinnen. Oder diese Hedge-Systeme, wo man nicht verlieren kann und so weiter. Seien Sie sehr vorsichtig damit. Ja, gut. Ja, dann denke ich, dass ich fast durch bin. Wir schauen uns hier nochmal den Markt an, ob ich da noch etwas habe. Sehen hier, ja, steht ganz unten. Hier auch, der Markt geht ziemlich seitwärts. Ist natürlich nicht so super, aber okay, ein paar kleine Bewegungen haben wir mitgenommen. Und ja, nochmal, hier links oben, das ist ein für mich noch immer ein Exzesspreis. Ich sehe noch immer diesen Markt in diese Dimension, in diese Bewegung nach oben und will die dann auch gerne noch immer nach oben handeln. Und wie ich vorher gesagt habe, wenn das Ding dreht und ich kann echt eine neue Bewegung erkennen, ein neues Kanal erkennen, mit dem Kontrollpreis, mit Fair Value Zonen, mit Excess Zonen, mit Einstiege an die wichtige Seite des Kanals, dann will ich gerne Short handeln. Aber so weit bin ich jetzt noch nicht. Ja? Dieter, diesen Update kommt. Punkt ist, ich will nicht jede Woche ein Update schicken. Ich will auch, dass es passt. Und wir sind eigentlich jetzt, es ist fertig, das Ding. Ja, es ist total fertig. Es sind nur sehr kleine Sachen. Und ich denke, normal habe ich sie morgen oder übermorgen ist es erledigt. Und dann geht es definitiv raus. Es wird auch wahrscheinlich in ein paar Wochen oder ein paar Monate, das hängt von WH Feldenwest ab, kommt es in die Store. Ihr wisst, ich muss das früher oder später, muss ich das Ding an WH Feldenwest geben, weil das sind zu viele Leute, die damit beschäftigt sind. Man braucht ein Desk, um das zu betreuen, wenn technische Probleme sind und so weiter. Und das kann ich alleine nicht tun, muss ich hier 5 Leute einstellen. Und das will ich nicht, weil ich bin Trader und ich bin Freitag. Performance, André. Okay, ich zeige mal eine Performance. Ich versuche es hier mal so, eine Performance. Warum nicht? Vollautomatisch. Performance hängt natürlich Strategie ab. Ich zeige nur eine. Mal sehen, was es gibt, die Performance. Ich gebe mal hier so Performance. So. Mal sehen. Ich nehme Reversal, ja, und gehe dann zurück. Wie viele Tage kann ich zurückgehen? Bis da ungefähr. Und stelle das mal ab. So, das wäre eine Performance. Das wäre eine Performance auf 4. Ja. Ohne Optimalisierung. Das bedeutet, keine Zeitfilter, nichts. Nur blind. Kein Money Management, nichts drin. Ja. Ich habe es auch auf Nasdaq DAO gemacht. Diese Umkehrsignale funktioniert absolut super. Man kann es auch mit Korrekturen machen. Man kann das alles einstellen, wie man will. Ja. Ich persönlich trade meistens Korrekturen mit Alarme. Reversal bin ich langsam dabei, um es vollautomatisch zu handeln. Man fügt dann auch seine eigenen Filter hinzu. Ich habe verschiedene Leute, die haben dann 200 hinzugefügt und so weiter, um noch weiter auszufiltern. Aber das läuft konstant durch. Ja. Da sind wir ganz zufrieden damit. Die Performance in Price Action Trading, da bin ich euch sehr deutlich. Die Leute, und es sind mehrere, habe auch eine WhatsApp-Gruppe, da sind schon verschiedene Leute drin. Mehr und mehr Leute lernen dieses System. Wie lange dauert es, um damit, ich würde mal sagen,
vernünftig Geld zu verdienen. Ich würde sagen, die ein bisschen normal arbeiten und sich normal Mühe geben und Schritt für Schritt gehen, ich würde sagen 12 bis 18 Monate. Ja. Trefferquote, die man erreichen muss, liegt zwischen 55 und 60% und die holt man auch. Ja. Und von die 100% Trades sind 20% echt gut. Was meine ich mit einem guter Trade? Meine ich, wenn man 100 Euro oder Dollar riskiert, dass man minimal 300 verdient. Das ist ein guter Trade. Ja. So soll man eigentlich 15, 20% von seiner Trades erreichen. Und dann hat man ein super Geschäftsmodell. Ja, weil dann hat man eigentlich auch wie soll ich das sagen, eine Expected Value, wo der durchschnittliche Gewinn 1,5 bis 2,5 mal größer ist wie der durchschnittliche Verlust. Ob Sie das jetzt mit $20 machen oder mit 2000, das Prinzip ist das gleiche. Und darum auch, dass ich es so wichtig finde, wenn man das lernt, dass man ein vernünftiges Trading, ein Tagebuch hat und ein Tradingplan. Und dann sieht man auch, wie man es tut, wo man steht, wo man noch Fehler macht und kommt man Schritt für Schritt voran. Ja. Und darum dauert das Prozess auch Monate. Und auch das Seminar, das man hat im Dezember, ist nur ein kleines Teil davon, von einer seriösen Ausbildung. Okay, gut. Ja, das war's für heute. Ein bisschen Live-Trading auf DAX. War nicht super viel los, aber ich hoffe, ihr habt etwas gesehen, wie ich an die Sache rangehe. Ihr bekommt noch eine E-Mail von mir. Aufzeichnung, die steht auf YouTube, wahrscheinlich schon heute. Und ja, wünsche euch alle noch immer eine gute Gesundheit. Lasst uns hoffen, wir können bald uns wieder mal sehen in Deutschland mit einem echtes Seminar, ja, oder in Frankfurt für eine Veranstaltung oder Berlin oder wo es auch sein soll. Bleibe gesund, schönen Tag noch und hoffentlich bis bald. Ciao, ciao.